Hier ist die Petra von Stempel dich bunt und wir sehen uns zu einer neuen Runde im Mitmachmontag. Ja, der September ist vorbei, es ist jetzt Anfang Oktober und ich freue mich schon total auf diese Folge, weil die Karten einfach so klasse sind. Ausgerufen als Gewinn habe ich ja ein Kartensortiment, Erinnerungen und mehr der Möglichkeiten und da ziehe ich jetzt als erstes wie immer das Gewinnerlos. Und das ist die Einsendung Nummer 14. Ja, ich habe damit gerechnet, dass ich weniger Einsendungen bekomme, weil ich davon ausgegangen bin, dass das Thema Halloween, was ich ja im September in die Runde geworfen habe, dass das vielen nicht gefällt. Und jetzt muss ich mal sagen, ich bin wahnsinnig stolz auf euch alle, weil eigentlich in fast jedem Zettel, der bei den Karten dabei lag, stand drauf, Halloween ist gar nicht mein Thema, da bastle ich nie für. Das war eine Riesenherausforderung und ich finde das so toll, dass ihr trotzdem eben dann was gebastelt habt und dass ihr nicht gesagt habt, ach, blödes Thema, mache ich nicht mit. Das hat mich wahnsinnig gefreut und die Ergebnisse sind richtig super. Und das habe ich mir vorher nämlich auch schon so gedacht, dass die Leute, denen Halloween Spaß macht, die gehen da richtig drin auf. Also wir sehen gleich wirklich einige ganz, ganz tolle Karten. Ja, und persönlich komme ich an dem Thema Halloween mittlerweile auch nicht mehr so ganz dran vorbei. Denn meine beiden Kinder haben ja im Oktober Geburtstag. Beide haben Ende Oktober oder Mitte Oktober Geburtstag. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde diese ganzen Süßigkeiten, die man da bekommt, richtig klasse. Ich habe die deswegen mal alle hier so, oder nicht alle, aber einen Teil davon zusammengesucht, die ich schon besorgt habe, weil ich das einfach, ich mag es total gerne. Ich finde, es gibt so tolle Sachen. Ich habe hier so Geister gefunden. Der Linus, der macht dieses Jahr einen Gespenstergeburtstag. Ja, und da fand ich die natürlich richtig klasse. Hier so Schokolade auf so einem Hexenträger. Also ich wollte euch das unbedingt mal zeigen, weil ich da selber jetzt wie ein Kind praktisch voller Begeisterung involviert bin. Kleine Kürbisse. Und von der Maja habe ich mir schon die erste Klatsche abgeholt. Man darf ja im Moment in die Kindergärten und Schulen nichts Gebackenes mehr mitgeben. Die müssen immer verpackte Sachen haben. Also möchte sie eine Tüte eben mit Süßigkeiten für ihre Klassenkameraden zum Geburtstag. Und sie fand die abgehackten Finger also doch zu gruselig. Da hat sie mit mir geschimpft. Die wären doof. Die wollte sie nicht. Ich finde die ja irgendwie richtig klasse, noch so ein paar Gruselfiguren. Ja, also es gibt da ja jede Menge. Ich kann dir leider nicht genau sagen, ich habe die im Großhandel gekauft. Das heißt auch immer irgendwie 50 Stück oder so von diesen größeren Figuren oder 100 Stück, wie viel da drin sind in so einer Kiste. Ich weiß nicht, ob es die in kleineren Beuteln gibt. Aber bestimmt in den größeren Supermärkten findet man sowas. Ja, also so viel zu meiner Verbindung zu Halloween ist das doch so ein bisschen präsent, seitdem die Kinder da sind. Okay, dann fangen wir mit den Karten auch mal an. Los geht es mit der ersten Karte von der Veronika. Und die Veronika hat eine Mumie gebastelt. Das ist, finde ich, eine ganz tolle Form, eine Karte zu machen, wenn man jetzt eigentlich wenig Halloween-Bastelsachen hat. Da braucht man nämlich gar nichts für. Das Bu, das hat sie auch aus einzelnen Buchstaben gestempelt. Ja, und ich finde, der Effekt dieser Karte, der ist richtig toll. Spooky ist dann noch das Spukschloss. Ach, das ist ausgestanzt, sehe ich jetzt. Das ist hinten auf dem Karton. Ja, sehr, sehr schön. Finde ich vor allem hier innen nochmal, was aussieht, auch noch wie so ein Stück Banderole, finde ich eine ganz tolle Idee. Vielen Dank, Veronika, für deine Idee. Dann geht es weiter mit der Karte von der Jessica. Und Jessica hat Designerpapier benutzt, was es, ich glaube, vor 2 Jahren war das Papier. Und hat eine so eine Effektkarte oder eine Funfold-Card gemacht. Die ist hier an der Seite mit einem Magneten verschlossen und dann klappt man sie eben auf. Das finde ich auch eine sehr schöne Kartenform. Durch diesen Verschluss hat die etwas sehr Besonderes. Ja, und mit dem Hexenkessel einfach eine ganz tolle Gestaltungsidee. Vielen Dank, Jessica, für deine Idee. Dann geht es weiter mit der Karte von der Susanne. Und die Susanne hat auch einen gruseligen Hintergrund gestaltet. Auf dem Papier sind
ganz viele Eulen, Buh steht da überall zwischen. Und dann ist etwas von diesem Spinnwebenband, nenne ich es jetzt mal, ist da drüber gelegt. Da haben die Spinnen ein paar Netze gesponnen und der Kürbis mit der Eule. Ein Huhu zu Halloween, ja. Auch hier sieht man wieder, ohne klassisches Halloween-Set ist doch eine ganz tolle, gruselige Karte entstanden. Der Aufleger ist ein bisschen schräg aufgesetzt. Das ist zusätzlich einfach nochmal so ein Spannungsmoment. Sehr, sehr schön. Vielen Dank für die Idee, Susanne. Dann kommen wir zur Einsendung von der Petra. Und die Petra hat auch die Karte mit Kürbissen gestaltet. Hier sieht man auch schön, hier hat die Petra die Halloween-Kürbisgesichter sozusagen ausgeschnitten und noch aufgeklebt. Und so werden eben aus den Kürbissen diese Halloween-Kürbisse. Happy Halloween. Der Hintergrund ist mit Blättern geprägt. Und hier innen ist auch nochmal, das finde ich auch toll, so ein Glanzpapier. Ich weiß nicht, ob man gut drauf schreiben kann, aber mit einem Folienstift oder so wird das sicherlich gehen. Und auch noch zweimal Kürbisse. Das eine ist auch so ein Effektpapier. Ja, das finde ich auch eine ganz schöne Gestaltungsidee für eine Halloween-Karte. Also das haben ganz, ganz viele von euch gemacht, die dann geschrieben haben, ich habe eigentlich gar nichts für Halloween, weil ich dazu gar nicht bastel. Und man kann eben doch mit anderen Sets dann auch schön eine Halloween-Karte oder eben irgendwas anderes gestalten. Die fünfte Einsendung kommt von der Birgit und die Birgit hat Papier genommen und hat da Kreise ausgestanzt und hat die hinterlegt mit anderem Papier. Das ist ganz spannend. Hier sind dann eben diese Bäume und dazwischen kommen immer wieder andere Motive. Der Rabe, die Kürbisse, noch so eine gruselige Fledermaus und dann eben die Hexe mit der Eule auf der Schulter. Hier oben gucken noch zwei Katzenaugen raus, da auch. Sehr gruselig. Vielen Dank für die Idee. Kommen wir zur Einsendung Nummer 6 von der Angelika. Die Angelika hat zwei Sachen mitgeschickt. Und zwar einmal eine Karte oder ein Anhänger oder ein Beileger. Das ist aus mit einer Stanzform ausgestanzt und dabei eben den Karton doppelt gelegt, sodass man dann eben ein Klappelement enthält. Und hier hat sie nochmal einen Karton ausgeschnitten in Sargform. Ein paar Algen oder ein Baum wächst da. Fledermäuse, zwei Blätter im Hintergrund und einmal Bu aufgeklebt. Und hier sieht man auch sehr schön, die Sachen kommen auch eigentlich alle halt aus irgendwelchen anderen Sets, die jetzt nichts direkt mit Halloween zu tun haben. Bei den Fledermäusen weiß ich es gerade nicht genau. Ich glaube, da gab es, das war das mit dem Stanzen-Set, was wir im letzten Jahr hatten. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Aber hier sieht man sehr, sehr schön, dass auch einfach die Farbgestaltung wahnsinnig natürlicher zur Stimmung beiträgt und hier dieses Gruselige eben durch die Farben insbesondere entsteht. Und dann hat die Angelika noch eine Karte dazu getan. Und das finde ich auch eine ganz tolle Idee. Sie hat hier eine Hülle gemacht aus oder gehabt. Eben aus so einem dünnen Packpapier. Vielleicht ist es auch mit der Stanzform. Wir hatten früher so eine Stanzform für so eine Hülle. Das könnte die auch sein. Da sind Spinnenweben gestanzt. Die ist ein bisschen dunkel gemacht. Ich glaube, die ist entweder geknickt oder mit der Prägeform antikes Papier einmal geprägt. Eine Spinne ist da dran. Und innen die Karte nimmt eben das Ganze nochmal auf. Ja, das finde ich auch ganz, ganz toll. So mit dieser alten Papiertüte. Eine sehr schöne Idee, Angelika. Vielen Dank dafür. Kommen wir zur Einsendung Nummer 7 von der Ulrike. Die Ulrike hat Katzen ausgestanzt. Das ist auch aus einem Papier, was wir mal hatten in den letzten Jahren. Und der Uhu, ja, ich glaube, das ist so aus dem Designerpapier übernommen. Und ja, wenn man da einfach dann noch so einen Papierrest hat, dann kann man da auch was ganz Tolles mitmachen. Bisschen Glitzerpapier im Hintergrund. Das Designerpapier hat noch einen Glitzerrand bekommen. Und innen hat man dann auch einfach nochmal Happy Halloween, nochmal eine Katze und eben die Maus oder Ratte, die da so ein bisschen aufpassen muss auf sich. Sehr schön. Ach, hier oben kommt auch noch, kommt irgendwie ein giftiges Gebräu noch aus der Flasche. Vielen Dank. Eine sehr schöne Idee.
Dann kommen wir zur Einsendung Nummer 8 von der Daniela. Und da hat man so richtig gemerkt, wie viel Spaß das Bastlet zu Halloween gemacht hat. Also ich bin vollkommen geflasht hiervon. Please pull out this way. Gucke ich mal, ob ich das hinkriege. So, da hat man erstmal jede Menge zu gucken. Das Spukschloss mit den Gruselgeistern, ein Spinnennetz und natürlich der Mond im Hintergrund mit ein paar Bäumen, Fledermäusen. Hier sind schon irgendwelche Gestalten, die sich mächtig gruseln, Sterne und zum Teil eben ausgestanzt und hinterlegt, zum Teil aufgeklebt. Das hat ganz tolle plastische Effekte. Und wenn man es aufmacht, dann hat man hier nochmal Trick or Treat, die Gruselgesichter mit Bücherregalen, eine Spinne, die hier sitzt, die anderen Spinnen, die darunter hängen und auch noch ein Hexenkessel, da ist schon jemand reingefallen, hoffentlich nicht die Hexe selber, die da im Wald steht, die Katze kriegt's mit der Angst zu tun, ganz, ganz toll, also das finde ich großartig, hier noch eine Vogelscheuche mit den Gruselkürbissen, die Vögel, die Raben, die da kreisen, super, Daniela, also das gefällt mir natürlich richtig gut, so viel zu gucken, ganz großartig, vielen Dank dafür. Kommen wir zur nächsten Einsendung, Nummer 9 von der Doreen. Und die Doreen hat auch eine Effektkarte gemacht, die finde ich total knuffig, denn hier das kleine Geistchen, Gespenstchen, das sitzt, ich kann es dir auch mal zeigen, man kann hier so ein bisschen reingucken, das sitzt auf so einer Spirale, das ist so ein Wobbelgeist. Und ja, der hat sich im Spinnennetz gefangen und zappelt da jetzt drin rum, super toll. Der Kürbis ist aus drei Ovalen dargestellt. Das ist ja, ist das so ein Trick, wenn man eben keine Kürbisstanzform zum Beispiel hat, dann kann man eben verschiedene Ovale, man kann es mit drei oder auch mit fünf machen, die man so übereinander legt und so kommt man an diese Kürbisform. Die Katze sitzt davor und im Hintergrund das Spinnennetz. Ach, das ist sogar, fühle ich jetzt erst, das ist gestickt. Ach Mann, toll, was für ein Aufwand. Ich habe gedacht, es wäre gezeichnet, aber jetzt fühle ich das. Nein, das ist mit Nähgarn da reingestickt. Mensch, klasse. Auf jeden Fall insgesamt auch finde ich das eine ganz, ganz tolle Halloween-Karte. Vielen Dank, Doreen, für deine Idee. Weiter geht es mit der Karte Nummer 10. Die kommt von der Andrea und die Andrea hat den Hintergrund, ich glaube, mit Stoffbändern beklebt. So fühlt sich das an. Spinnennetze, Halloween-Kürbisse, ein Happy Halloween in Orange embossed. Sehr, sehr schön. Und mit schwarzem Glitzerpapier hinterlegt. Ja, sind natürlich die klassischen Halloween-Farben immer wieder einfach schön. Vielen Dank, Andrea, für deine Idee. Kommen wir zur Karte Nummer 11. Von der Gabriele und diese ähnliche Form hatten wir schon mal und es ist jedes Mal ja ein kleines bisschen anders umgesetzt. Hier blitzen dann zwei so Wackelaugen aus dem Hintergrund und auch die finde ich richtig super mit dem gerissenen Papier, alles so ein bisschen eingefärbt, geknickt. Eine Fledermaus fliegt da noch vorbei und Gruseltour steht dann noch vorne drauf. Ja, richtig toll. Ein super Effekt. Vielen Dank, Gabriele, für deine Karte. Dann kommen wir zur Einsendung Nummer 12 von der Caroline. Und die Caroline hat die Karte in Schwarz und Weiß gestaltet. Da fliegen die Fledermäuse über die Karte Trick or Treat, Have a Haunting, Halloween. Ja, da weiß man direkt, was Sache ist. Super auch mit dem passenden Band. Dann noch einmal als Akzent dahinter gelegt. Hat man die Flatterviecher bei sich. Vielen Dank, Caroline, für die Idee. Dann geht es weiter mit der Karte Nummer 13 von der Ursula. Und die Ursula hat in den Hintergrund lilafarbenes Papier geklebt. Hier ist ein Spinnennetz in die Ecke
embossed oder gezeichnet oder mit einem Embossing-Stift vielleicht, das kann ich gar nicht erkennen. Auf jeden Fall ein toller Effekt, weil das so ein bisschen glitzert und schimmert. Die gruseligen Gestalten, die sind auch mit auf die Karte gekommen. Und ganz besonders schön finde ich hier innen diese Gestaltung. Sind das Stempel, Ursula, oder hast du das mit Aquarelltechnik gemacht? Das sieht auf jeden Fall richtig klasse aus. Ich finde es so richtig giftig und gefährlich. Die Spinne hat sich auch noch dahin verirrt. Also ganz, ganz toll. Vielen Dank für die Idee. Und dann kommen wir zur Einsendung Nummer 14 von der Andrea. Das ist auch die Gewinnereinsendung. Andrea, ich schicke dir das Kartenset zu. Und ja, die Karte finde ich auch total schön. Der Hintergrund ist auch in lila gewischt. Und hier ist Graf Dracula einmal in einem Bilderrahmen. Hier ist auch noch ebenso ein glitzerndes Band über die Karte gelegt. Da gibt es noch ein bisschen Schimmer. Have a Spooktacular Halloween. Hier ist auch noch ein kleines bisschen von dem Band. Total schön. Ja, und mit dem Mond und den Fledermäusen natürlich insgesamt sehr, sehr gruselig, finde ich auch, mit dem Mond im Hintergrund und dann diesem Gewischten sehr gut gelungen. Also es sieht richtig toll aus und auch hier drin hat man nochmal das Spinnennetz, nochmal einige dieser giftigen Ingredienzen für ja, Spukgebräue, einen Frosch, die Spinne und ein paar Knochen. Sehr schön. Vielen Dank, Andrea, für deine Idee. Und wie gesagt, das Kartenset macht sich auf den Weg. Dann kommen wir auf zur Einsendung Nummer 15 von der Lisa. Und die Lisa hat einen Anhänger gemacht. Das finde ich auch eine ganz tolle Idee. Da gerade jetzt so für die Kinder, die dann vielleicht singen kommen oder so, kann man das irgendwie an so ein Beutelchen machen oder so. Sehr schön. Hier ist auch Graf Dracula auf zwei Mattungen, Happy Halloween, nochmal auf so einer orangefarbenen Unterlage. Und die Bänder passen natürlich auch richtig toll dazu. Dieses kräftige lilafarbene Band, das ist natürlich richtig super. Die beiden kleinen Fledermäuse, ja, eine sehr schöne Idee. Vielen Dank dafür, Lisa. Dann kommen wir zur Einsendung Nummer 16 von der Heike. Und da ist mir, als ich den Umschlag aufgemacht habe, sind mir gleich etliche Hexen und Geister entgegengefallen. Die Heike hat da lauter kleine Stanzteile. Mir fällt gerade der Konfetti, habe ich gesucht. So, also Konfetti mit in den Umschlag getan. Ein super Effekt beim Aufmachen, habe ich sehr gelacht. Und jetzt gucken wir uns auch mal die Karte an. Hinten ist sie auch schon hübsch, die beiden Augen. So, also die Heike hat sich inspirieren lassen durch einen Garten in der Nachbarschaft. Die haben da offenbar, sind das Halloween-Fans und haben da so ein Skelettgrab gemacht. Das finde ich tatsächlich sehr gruselig. Also ich weiß nicht, ob ich da dann im Dunkeln vorbeigehen wollen würde. Ich bin ja so ein kleiner Schisser, aber es ist natürlich ein ganz toller Effekt. Also ich glaube, mit den Kindern würde ich einen anderen Weg gehen. Im Hintergrund sind hier so schwarz-weiße Rosen, die passen natürlich super dazu. Happy Halloween mit so ein paar Blutstropfen, sehr schön. Und auch hier innen, buh, sagt die sehr, sehr niedliche Mumie. Hier ist auch toll, so ein Acetat, was wir mal hatten, dann zum Einsatz gekommen. Ja, hier auch noch einige Blutstropfen. Sehr schön. Also die Mumie, die finde ich großartig. Insgesamt gefällt mir das richtig gut. Eine ganz tolle Karte. Vielen Dank für die Idee. Dann kommen wir zur Einsendung Nummer 17 von der Rose. Und die Rose hat eine Karte gemacht mit einem Halloween-Trank. Den hat sie ausgeschnitten und hat dann eben hier so kleine Stanzteile, kleines Konfetti auch draufgeklebt in Silber und in Grün. Die Hexe, die fliegt auch noch am Mond vorbei und das Ganze wird noch so ein bisschen gruseliger dadurch, dass das hier wie so Spinnenweben im Hintergrund aussieht. Das ist so ein, weiß ich nicht, Seidenpapier oder wie sich das nennt. Auf jeden Fall gibt es dem Ganzen wirklich noch so diesen gruseligen, spinnenhaften Touch. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Rose, für die Idee. Weiter geht es mit der Einsendung Nummer 18 von der Steffi. Die Steffi hat die Farben Grün
und Lila mit Schwarz kombiniert. Ja, ich mag auch einfach diese Kombination mit Orange, Grün und Lila, finde ich total klasse irgendwie. Und hier haben wir auch eine Mumie im Bilderrahmen. Das haben wir auch, glaube ich, schon mal gesehen, dieses Stanzteil. Hefes Spooktacular Halloween. Die Mattung im Hintergrund ist geprägt, sieht so ein bisschen aus wie so Gehirnwindungen. Sehr schön. Innen auch nochmal die Gläser und ein Spinnennetz. Ja, eine sehr schöne Halloween-Karte. Vielen Dank für deine Idee, Steffi. Die Karte Nummer 19 kommt von der Sigrid. Und die Sigrid hat Designerpapier genommen und das Ganze mit Stempelmotiven kombiniert, Spinnennetze, ein Bu steht vorne drauf, die orangefarbene Mattung gibt dem Ganzen nochmal diesen Kürbis-Halloween-Touch. Sehr schön. Vielen Dank, Sigrid, für deine Idee. Und dann kommen wir zur Einsendung Nummer 20 von der Jutta. Und die Jutta hat zwei Karten mitgeschickt. Und die eine, die finde ich richtig klasse, weil man dafür gar nicht viel braucht, weil man das super mit Kindern basteln kann und den Effekt finde ich richtig toll. Also hier hat man eben so eine Eule, ein Eulengesicht und man kann das dann hier rausziehen, aufklappen und dann kann man was reinschreiben oder einen Zettel reinlegen oder wie auch immer. Ja, und da sieht man eben auch, dass man ein Thema umsetzen kann, ohne dass man spezielles Material hat. Die Augen sind mit so Wellenovalen aufgeklebt und ansonsten eben mit Kreisen, die übereinander gelegt werden. Der Schnabel, der ist geschnitten und dann ist hier ein Schnitt unten, durch den man dann eben das Endstück stecken kann. Und ich finde, der Effekt ist einfach richtig toll. Und die zweite Karte. Ja, da haben sich auch jede Menge Spinnen ausgetobt. Die Jutta hat auch geschrieben, sie hofft, dass ich kein Arachnophobiker bin. Doch, bin ich tatsächlich. Und mein Workshop-Raum hier ist ja im Keller. Zum Glück, bisher hatte ich mit Spinnen eigentlich wenig zu tun. Letztens hatte ich so eine ganz dicke, die saß irgendwie an der Tür. Und dann habe ich die ganz lange beobachtet, weil ich dann eben den Rolf bitten wollte, dass er sie wegmacht. Und dann war sie irgendwann weg. Und dann habe ich erstmal noch so ein bisschen geguckt. Und jetzt weiß ich nicht, ob sie wieder nach draußen gegangen ist oder ob sie hier irgendwo lauert. Ja, okay, aber ich versuche dem irgendwie entgegenzutreten. Also die Spinnenkarte, hier ist nochmal Spinnengewebe. Da sieht man noch so ein bisschen im Hintergrund. Happy Halloween, ein Spinnennetz. Hier hängt auch die Spinne an dem Ast, auf dem die Eule sitzt. Sehr schön, sehr gruselig. Und hier haben eben die Spinnen auch die Banderole ganz eingewickelt. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Jutta, für deine Einsendung. Dann geht es weiter mit der Karte Nummer 21 von der Steffi. Und da haben wir nochmal eine Mumie. Und hier gucken gleich zwei Augenpaare, zwei Wackelaugen aus den Banderolen raus. Und auch das finde ich ganz toll mit den gestempelten Punkten. Super cool. Also ich habe ja gesagt, der Linus macht einen Gespenstergeburtstag und wir haben die Einladungen auch schon gemacht und auch schon verteilt. Und hinterher habe ich mich ein bisschen geärgert, dass wir nicht so eine gemacht haben. Die finde ich so toll. Wir haben ein bisschen eine andere gemacht. Naja, die siehst du irgendwann, wenn du möchtest, auf dem Blog. Vielen Dank, Steffi. Habe ich gar nicht mehr. Erzähle ich von unseren Einladungen. Vielen Dank für deine Idee. Und ich sehe, glaube ich, gerade auch erst, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, hast du das drauf gemalt? Das ist gar nicht gestempelt, glaube ich. Ne? Das heißt, hier ist tatsächlich im Grunde überhaupt kein Halloween-spezifisches Stempelset oder so benutzt. Super cool. Vielen Dank dafür. So, kommen wir zur Karte Nummer 22. Da habe ich mir extra notiert, das war eine der ganz wenigen Einsendungen von der Renate. Also die Renate hat geschrieben, sie hätte sich sehr über das Thema gefreut. Ja, eine. Super. Alle anderen fanden es doof, haben aber sich trotzdem tapfer geschlagen. Ich finde das so schön, dass manche sich auch gefreut haben. Und die Renate hat ein Spukschloss gestaltet. Sehr schön hier im Hintergrund, die vielen Fenster und die Gespenster, die fliegen da schon drumrum. Kürbisse liegen da vor dem Haus und die Fledermäuse sind unterwegs. Schönes Halloween, ja, ganz toll. Vielen, vielen Dank für deine Einsendung, Renate. Und auch danke für dein Feedback. Schön, dass sich jemand freut über das Thema.
Nein, ich habe es ja anfangs schon gesagt. Ich finde das so klasse. Ich habe mich jedes Mal so gefreut, immer wenn wieder jemand geschrieben hat, eigentlich gar nicht mein Thema, aber ich wollte doch was machen. Das fand ich richtig toll. Und ich finde einfach, die Ideen, die ihr gehabt habt, sind so kreativ. Ich bin ganz, ganz begeistert. So, das ist jetzt die Einsendung Nummer 23. Und zwar kommt die von der Christine. Und die Christine hat Bäume, hat einen Wald kreiert. Der Hintergrund ist auch in unterschiedlichen Farben gewischt mit dem Mond. Die Fledermäuse fliegen durch den Wald und vor dem Mond entlang. Und da ist auch ein Buch, findet sich auf der Karte. Sehr schön, finde ich. Eine ganz tolle Atmosphäre, die in der Karte entsteht. Vielen Dank, Christine, für die Einsendung. Und dann Karte Nummer 24 von der Vesna. Und die Vesna, die hat die Kartenfront geprägt mit so einer unregelmäßigen Mauersteinprägeform. Und dann hängen da einige Spinnen. Das finde ich auch schön, dass die so wie diese Ketten haben, an denen sie hängen. Und da guckt dann, da ist ein Loch in der Mauer und da guckt dann ein kleines Gespenst raus. Sehr niedlich finde ich das. Super schön. Innen kommen dann noch Katzen. Mit dir macht alles mehr Spaß und die Party kann steigen. Ja, toll, wenn man eine Halloween-Party macht. Eine super Einladung. Vielen Dank, Vesna, für die Idee. Dann kommen wir zur Einsendung Nummer 25. Die hat mich sehr gefreut von der Andrea. Die Andrea hat geschrieben, man müsste ja nicht immer eine Karte machen und hat eine Wimpelkette gemacht. Und jetzt habe ich es ja schon etliche Male gesagt, dass meine beiden Kinder, beide meiner Kinder, heißt es glaube ich richtig, Geburtstag haben im Oktober und da kann ich die Kette super gut gebrauchen. Vielen, vielen Dank. Hast du einen Teil zu unserer Dekoration zumindest mal für den Gespenstergeburtstag beigetragen. Die Maya wünscht sich einen Detektivgeburtstag. Aber ja, da sie, Maya hat zuerst Geburtstag und für einen Detektiv habe ich leider jetzt nicht so wahnsinnig viel Dekoration gefunden. Für Linus, für den Gespenstergeburtstag mehr und dann können wir das hinterher auch noch ein bisschen bis Halloween hängen lassen. Also wird es auf jeden Fall Verwendung finden und ich finde die Wimpelkette auch richtig klasse. Du hast geschrieben, glaube ich, die Aufkleber sind von Teddy, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau. Ja, und dann hat die Andrea Wimpel geschnitten und der Stempel kommt, glaube ich, aus einem ganz alten Stempelset, wenn ich den richtig zuordne. Dann sind die Kanten mit eben so einem Stempel gestempelt, der das halt so ein bisschen auf alt trimmt. Da kann man aber viele Hintergrundstempel für benutzen. Und dann sind da einige Punkte noch aufgestempelt und eben diese gruseligen Figuren, die Sticker aufgeklebt. Hier ist noch ein Boo mit aufgeklebt, das Gespenst mit den Wackelaugen. Das ist natürlich super niedlich. Also insgesamt finde ich das total toll, sehr gelungen. Ich finde auch diese Farbabwechslung sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Vielen Dank, Andrea, für deine Einsendung. Dann geht es weiter mit der Karte Nummer 26 von der Mechthild. Und die Mechthild, oh, die hat auch eine gruselige Landschaft gestaltet. Ich glaube, das ist ein Friedhof. Das Grün im Hintergrund und dann weiter oben der Himmel voller Schneeflocken oder Sterne. Der ist auch so ein bisschen silber gewischt. Fledermäuse fliegen auch hier, die Spinnennetze, ein paar Kürbisse und ich glaube, das ist ein Grabstein, ein Huhu zu Halloween. Ja, die Eulen, die haben auch schon ein bisschen Angst bekommen, verstecken sich und ich kann es verstehen. Vielen Dank für deine Idee. Dann kommen wir zur Einsendung Nummer 27 von der Margarete und vielleicht erinnert ihr euch in einem der, ich weiß nicht, ob der letzte oder vielleicht der vorletzte Mitmachmontag war, auf jeden Fall hat die Margarete da schon mal so eine Effektkarte mitgeschickt und ich war zu dumm, die richtig aufzustellen und vielen Dank, Margarete, du hast mir die Aufbauanleitung mit beigelegt. Das ist ja manchmal so, ich habe die, als du die das letzte Mal geschickt hast, ich habe die schon auch irgendwie richtig aufgebaut bekommen, aber dann im Video nicht mehr. Da bin ich ja auch immer so ein bisschen irgendwie, habe ich da Stress, dass ich da nicht so lange rumprobieren darf. Also ich bin gespannt, mal gucken, ob ich es jetzt hinkriege. So, also die Karte, nochmal.
verschlossen mit einer Banderole, kommt erstmal im Quadrat, bietet Platz für jede Menge Stempelmotive, Designerpapier, irgendwelche Dekoration und dann kann man sie aufmachen, kann was reinschreiben, dafür ist hier das Feld und dann kann man die so übereinander stellen und dann hat man diesen Klappeffekt. Ja, da hat es irgendwo beim letzten Mal gehakt. Und dann kann man sich die hinstellen und hat so ja eine Gruselecke. Und die Karte finde ich natürlich richtig toll mit den kleinen Gespensterchen. Die sind so niedlich. Hier die Hexe, die da drin rumschwebt. Die Margarete hat auch geschrieben, wie die Hexe heißt. Ich muss noch mal gucken. Hazel. Oder Hasel. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Eine Fledermaus, die hier noch fliegt. Und die Eule. Sehr schön. Die da so ein bisschen, glaube ich, Angst hat vor der Hexe. Die guckt da so ängstlich rauf. Toll, richtig schön. Also vielen Dank, Margarete. Danke auch für die Gelegenheit, dass ich es nochmal richtig machen kann. Sehr schön, die Kartenform. Und dann hat die Margarete noch zwei kleine Päckchen mit beigelegt. Ja, die sowas mache ich ja auch immer wieder. Das sind diese Formen. Ich weiß nicht, ob du es jetzt so erkennst, die sind relativ einfach. Ich kann da nochmal auch so eine Verpackung zu verlinken. Da ist ein Hanuta drin. Ich mag es gar nicht aufmachen, weil die Schleifen so schön sind. Auch aus Designerpapier. Das ist natürlich auch jetzt für St. Martin oder Halloween richtig toll, wenn man sich natürlich die Mühe macht für die Kinder, die kommen, solche Verpackungen zu machen. Aber es gefällt mir großartig. Kleine Anhänger. Hier sind noch Besen mit drin. Also ganz toll. Sehr, sehr schön. Auch die passenden Bänder mit Schwarz kombiniert. Ich bin also hellauf begeistert. Vielen Dank dafür. Ich bin ja gespannt, wie viele Kinder dieses Jahr singen kommen. Das ist bei uns insgesamt gar nicht so viel, leider. Und ob das jetzt, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr überhaupt welche sind. Und jetzt habe ich ja eben gesagt, dass ich schon einen wahnsinnigen Beutezug, Süßigkeiten-Beutezug gemacht habe. Also ich sehe mich schon durch die Nachbarschaft laufen und die Süßigkeiten, also ich klingel dann, um Süßigkeiten dann aber zu verschenken, ist, glaube ich, mein Gefühl im Moment. Mal abwarten. So, kommen wir zur Einsendung Nummer 28. Wir nähern uns dem Ende und die kommt von der Silvia. Ja, und die Silvia ist also ganz kreativ geworden und hat die Karte, glaube ich, selbst gezeichnet. Und da finde ich besonders den Hintergrund sehr, sehr gelungen. Ein tolles Farbspiel an dem Himmel aus Violett und Orange, der Mond mit der Fledermaus. Also total schön, gruseliges Haus, die Katze da mit dem Buckel. Und wenn man die aufmacht, dann kommen einem hier Gespenst und ein Bu entgegen. So eine Pop-up-Karte. Sehr, sehr schön. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Idee und super umgesetzt. Vielen Dank, liebe Silvia, dafür. Dann geht es weiter mit der Einsendung Nummer 29 von der Nicole. Und die Nicole hat Designerpapier in den Hintergrund geklebt und dann auch einen Mond ausgestanzt oder alles einmal hell gemattet und dann ist hier eigentlich noch der Mond. Davor auch so ein Spukhaus, fröhliches Halloween. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Nicole, für die Idee. Dann kommen wir zur vorletzten Einsendung von der Ellen. Und die Ellen hat eine Karte gemacht. Die muss ich mal gerade aus ihrer Hülle holen. Ich dachte, ich hätte alle rausgeholt, aber offensichtlich diese Karte habe ich vergessen. Das ist einmal ein Geist, der da vor dem Spinnennetz sitzt. Bu, sagt der, und die beiden Gruselkürbisse oder drei sind es vielmehr. Ja, besonders schön finde ich sowas auch immer, wenn dann die Aufleger noch so ein bisschen schräg sind. Das irritiert dann nochmal zusätzlich. Sehr, sehr schön. Und die Ellen hat auch noch eine Verpackung mitgeschickt. Für deine Kinder steht dabei. Ich habe es noch gar nicht aufgemacht, weil ich das so schön fand. Ich mag dann immer die Schleifen gar nicht aufmachen. Das ist, ja, hier ist der Einsatz unten reingeklebt. Das ist also nicht so gefaltet wie die letzte, aber eine ähnliche Form. Und ich glaube, es sind Sticker oder ein Luftballon. Irgendwas ist da drin. Also auch das kann ich sicherlich sehr gut für die Geburtstage gebrauchen. Vielen, vielen Dank.
Da gucken wir dann noch gemeinsam rein, die Kinder und ich, aber ich mag das immer erstmal noch zulassen und mich noch ein bisschen an der schönen Verpackung freuen. Vielen Dank, Ellen, für deine Einsendung. Und dann, ja, kommen wir zur letzten Karte. Die ist von der Maria. Und hier habe ich doch auch glatt noch die Tüte drum. Die Maria hat eine ganz tolle Karte gemacht, denn die ist mit Pergamentpapier hinterlegt. Das heißt, man kann da so ein bisschen durchgucken. Und da ist ein tolles Gruselschloss, die Hexe und die Fledermaus, die da fliegen, Kürbisse, Spinnen und das Spinnennetz. Wenn man sie aufmacht, hat man hier auch noch ein Spinnennetz. Happy Halloween. Und hinten sind noch mal ein paar ausgestanzte Särge. Ja, sehr, sehr gruselig. Alles noch so mit ein paar Schnörkeln. So kannst du die Särge erkennen. Super toll. Also gerade das mit dem Pergamentpapier finde ich eine ganz, ganz tolle Idee. Vielen Dank, Maria, für deine Einsendung. Und damit haben wir alle Karten gesehen. Ja, habe ich zu viel versprochen? Ich fand das wahnsinnig kreativ. Ihr habt so viele tolle Ideen gehabt. Also es hat mir eine wahnsinnige Freude gemacht, diese Karten zu sehen und jetzt vorzustellen. Das fand ich einen wirklich ganz, ganz tollen Mitmachmontag diesmal. Und dann geht es natürlich weiter im Oktober. Und jetzt habe ich es ja schon 28 Mal erwähnt, dass meine Kinder im Oktober Geburtstag haben. Und das hat mich auch auf das Thema für Oktober gebracht. Das könnt ihr euch jetzt sicherlich schon denken. Geburtstagskarten für Kinder oder irgendwas Geburtstagshaftes für Kinder. Ob das Einladungen sind, ob das Glückwunschkarten sind. Das könnt ihr euch natürlich wie immer ganz frei überlegen, aber so Ideen für so Kindergeburtstage, das fände ich mal ein richtig tolles Thema, vor allen Dingen, wo es jetzt ja wieder so dunkel wird und Kindergeburtstage ja doch eher bunt sind. Holen wir uns nochmal ein bisschen Farbe zurück. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Thema. Zu gewinnen gibt es dann passenderweise ein Geburtstagsstempelset und zwar das Set zum Geburtstag für dich. Ist jetzt nicht so an Kinder ausgerichtet, aber zumindest zum Geburtstag. Aber diesen Spruch, schön, dass es dich gibt, den finde ich tatsächlich für Kinder sehr, sehr schön. Der Einsendeschluss ist bitte Montag, der 26. Oktober. Bis zu diesem Montag sollen die Karten bitte bei mir sein, damit ich dann noch Zeit habe, das Video zu drehen. Denn das ist dann, der nächste Montag ist, glaube ich, dann schon der 2. November oder so. Also sehr früh diesmal, damit ich das dann noch gut hinkriege. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß und freue mich schon sehr auf die Einsendungen. Bis dahin. Tschüss.